Dagmar Stüdemann hat ein von Willebrand-Syndrom, eine angeborene Blutgerinnungsstörung. Alles, was kantig, spitz und scharf ist, bedroht ihre Gesundheit. Man nimmt zum Beispiel wie in der Küche, man nimmt ein Messer, das Telefon klingelt, man achtet nicht drauf, was man tut, man schneidet weiter, hat sich geritzt, sieht erstmal im Moment gar nichts und dann auf einmal fängt das an zu bluten und dann blutet es und blutet und blutet und blutet. Schon seit ihrer Kindheit musste die 65-Jährige damit leben. Damals wussten weder sie selbst noch die Ärzte, was mit ihrem Blut nicht stimmt. Als sie 18 war, kam es bei einer Mandeloperation sogar zu lebensbedrohlichen Komplikationen. Ich habe die Ärzte darauf aufmerksam gemacht. Ich blute verstärkt, es heilt nicht, es läuft innerlich weiter, mehr kann ich nicht sagen. Man hat es belächelt, man hat es nicht ernst genommen. Das Ergebnis war, es platzte alles immer wieder auf, ich blutete wie verrückt. Den Grund für ihre starken Blutungen erfuhr Dagmar Stüdemann erst mit 45 Jahren bei einer Spezialuntersuchung in der Uniklinik Düsseldorf. Diagnose von Willebrand-Syndrom. Normalerweise verschließt das Blut innerhalb kurzer Zeit eine Wunde. Dafür enthält es viele Gerinnungssubstanzen. Sie bilden an einer Gefäßverletzung eine Art Pflaster aus Blutplättchen. Bei Dagmar Stüdemann funktioniert das fast gar nicht. Das Schlimme an dem von Willebrand ist, dass es innerlich weiter blutet. Auch wenn man es äußerlich gestillt hat, heißt das nicht, dass wir nicht mehr bluten. Dr. Hans-Jürgen Lafs ist Experte für Bluterkrankungen an der Uniklinik Düsseldorf. Er weiß, wichtig ist schon bei Kindern, Warnsignale wie blaue Flecken oder starkes Nasenbluten ernst zu nehmen. Denn ist die Gerinnungsstörung erst einmal diagnostiziert, lässt sich fast ein normales Leben führen. Wichtige Orientierung bietet das Netzwerk von Willebrand-Syndrom. Sinn macht es deswegen, weil es erstmal eine Plattform ist, wo sich Betroffene einerseits noch informieren können, aber auch Leute, die jetzt so die Sorge haben, da könnte was sein, ebenfalls sich informieren können und nachfragen können, wie sieht das denn jetzt konkret für mich aus? Macht es Sinn, mich mal untersuchen zu lassen? Dank einer angepassten Therapie kann Dagmar Stüdemann heute gut mit der Krankheit leben. Wichtig ist, die Krankheit früh zu erkennen, denn so kann man Betroffenen einen langen Leidensweg ersparen. Viele Eltern wissen auch nicht, das gibt von Willebrand und das Kind hat von Willebrand. Ich möchte gerne, dass Aufklärung betrieben wird, dass die Ärzte Flyer in das Wartezimmer legen, dass zum Beispiel auch im Kindergarten schon ausliegt, dass die Schulen informiert werden, dass man darauf achtet, bluten Kinder, haben sie blaue Flecken. Denn durch rechtzeitige Diagnose und eine angepasste Therapie kann man den Menschen mit von Willebrand in jeder Situation ihres Lebens Sicherheit bieten.